Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns das Thema Determinanten an. Zunächst eine kurze Motivation für Determinanten. Also wozu brauchen wir das überhaupt? Ja? Also dafür schauen wir uns mal ein LGS an, also lineares Gleichungssystem. Ist hier in allgemeiner Form gegeben, also a11x1 plus a12x2 gleich c1, a21x1 plus a22x2 gleich c2. Wenn wir das jetzt allgemein lösen, also allgemeine Lösung, die möchte ich jetzt nicht komplett durchgehen, sondern einfach nur die Lösung davon aufschreiben. Also die allgemeine Lösung hier ist, allerdings müssen wir sagen, dass a11 a22 minus a12 mal a21 nicht gleich 0 sein darf. Warum das so ist, gucken wir gleich. Die allgemeine Lösung ist x1 gleich c1 a22 minus c2 a12 durch a11 a22 minus a12 a21 und x2 ist c2 a11 minus c1 a21 durch a11 a22 minus a12 a21. Dann sehen wir auch, warum das nicht 0 sein darf, weil das ist der Nenner. Ne? Durch 0 dürfen wir nicht teilen, deswegen müssen wir das hier ausschließen um gleich 0. Aber wir sehen, beide Nenner sind gleich. Ja? Also beide Nenner gleich. Schreiben wir das immer auf. Beide Nenner gleich. Okay. Wenn wir jetzt uns nur die Koeffizientenmatrix einmal anschauen, Koeffizientenmatrix des LGS, das sind einfach hier a11, a21 und a12, a22 in eine Matrix zusammengefasst, also Matrix A, a11, a12, a21, a22. Das ist die Koeffizientenmatrix des oben gegebenen linearen Gleichungssystems. Und davon kann ich eine Determinante bestimmen. Ja? Determinante. Also da schreiben wir det von A. Und die Determinante kennzeichnen wir mit einem linken und einem rechten Strich einfach. Ne? Also nicht eckige Klammern, sondern einfach nur einen geraden Strich. a11, a12, a21, a22. Okay, wenn wir die Determinante jetzt berechnen, das machen wir, indem wir einfach hier jetzt über Kreuz multiplizieren und dann minus das über Kreuz rechnen. Was steht dann da? Dann steht da a11 mal a22, ne, das war jetzt das über Kreuz, minus das über Kreuz, minus a21 mal a12. Und jetzt schauen wir, a11 mal a22, minus a21 mal a12, da steht hier ein umgekehrt geschriebene Reihenfolge, aber das ist dafür egal. Ne? Produkt ist ja kommutativ, können wir also tauschen. Das heißt, hier steht nichts anderes als der Nenner des linearen Gleichungssystems. Ne, schreiben wir das auch hin. Entspricht dem Nenner des LGS. Ja? Und damit haben wir schon eine Motivation gefunden. Also, wenn ich die Determinante berechne, kann ich herausfinden, ob wie der Nenner von den Lösungen x1, x2 ist und ob das Gleichungssystem überhaupt lösbar ist. Weil, wir haben jetzt gesagt, für das gleich 0 ging es nicht. Nur wenn das ungleich 0 ist, dann können wir das berechnen. Das heißt, wenn ich die Determinante berechne und rausbekomme, die Determinante ist gleich 0, dann weiß ich, das Gleichungssystem ist nicht eindeutig lösbar. Okay, jetzt machen wir noch einen Schritt weiter. Wir setzen jetzt mal den Lösungsvektor, das ist das hier, den setzen wir jetzt hier in die Koeffizientenmatrix in die erste Spalte ein. Ja? Also Lösungsvektor in die erste Spalte einsetzen. Was steht dann da? Haben wir das A1. Wir schreiben also statt A21 schreiben wir jetzt C1, C2.
Also C1, C2 und das hintere bleibt A1, 2, A2, 2. Die Determinante hiervon, also det A1, ist dann einfach das über Kreuz minus das über Kreuz. Dann steht da also C1 mal A2, 2 minus C2 mal A1, 2. Und jetzt sehen wir, dass das genau dem Zähler von x1 entspricht. Ja? Also, das ist der Zähler von x1. Genau das gleiche bekommen wir jetzt, wenn wir den Lösungsvektor, also C1, C2, in die zweite Spalte einsetzen. Also hier. Ja? Gucken wir. Also Lösungsvektor in die zweite Spalte einsetzen. Die Matrix A2 nennen wir sie, ist dann, erste Spalte ist wieder A1, A2, 1. Und in der zweiten Spalte steht jetzt, wie gesagt, der Lösungsvektor, also C1, C2. Davon die Determinante, also wieder hier über Kreuz multipliziert, minus das über Kreuz, steht da 1, 1 mal C2 minus A2, 1 mal C1. Und jetzt gucken wir, ob wir das hier oben wieder finden. Und dann sehen wir hier C2 mal A1, 1 minus C1 mal A2, 1. Also entspricht das genau dem Zähler von x2. Ja, jetzt können wir auch schreiben, Zähler von x2. Und mit den drei Determinanten, die wir jetzt gerechnet haben, können wir natürlich dann auch das LGS lösen. Ja, also mit den drei Determinanten. A1 und A2. Lässt sich das LGS lösen. Okay, dann haben wir x1 ist gleich Zähler von x1, das ist das. Nenner ist einfach die ganz normale Determinante. Ja? Also ist x1 Determinante von A1 durch Determinante von A. Und x2, Zähler von x2 ist Determinante A2, ist also det A2 durch Determinante von A. Gut, jetzt haben wir also gesehen, wofür man Determinanten braucht. Man kann Determinanten verwenden, um ein Gleichungssystem zu lösen. Ja. Dann schreiben wir noch ein paar Dinge auf. Also für die Determinante a ungleich 0 ist das LGS eindeutig lösbar. Und A ist regulär. Ja, also ob eine reguläre oder singuläre Matrix vorliegt, kann ich also auch mit der Determinante überprüfen. Für den Fall Determinante A gleich 0, haben wir gerade schon gesagt, ist das LGS nicht eindeutig lösbar. Ja, also LGS nicht eindeutig lösbar. Und man sagt, A ist singulär. Ja, die Matrix A ist singulär. Und das Ganze gilt natürlich auch für lineare Gleichungssysteme mit n größer 2. Ja? Also gilt auch für LGS mit n Zeilen und n Spalten mit n größer gleich 2. Da rechnet man die Determinanten dann anders, aber auch für eine 3-Kreuz-3er-Matrix ergibt sich bei Berechnung der Determinante der Nenner von den Lösungen x1, x2, x3. Ja? Okay, jetzt wollen wir uns dazu ein Beispiel anschauen. Gleichungssystem 2x1 minus 5x2 gleich 1.
Und 3x1 minus 2x2 gleich 7. Gut, wie ist jetzt hiervon die Koeffizientenmatrix? Ist einfach 2, 3, minus 5, minus 2. Das heißt, wir rechnen die Determinante von 2, 3, minus 5, minus 2. Wir multiplizieren jetzt hier über Kreuz 2 mal minus 2, minus 3 mal minus 5. Schreiben wir ausführlich auf. 2 mal minus 2, minus 3 mal minus 5. Minus 4 plus 15 sind wir bei 11. Dann D1. Wie bestimme ich D1? Ich setze jetzt einfach den Lösungsvektor hier in die erste Spalte ein. Das heißt 1, 7 und minus 5 minus 2 bleibt. Ich rechne genau das Gleiche. Diesmal 1 mal minus 2 minus 7 mal minus 5. Also minus 2 plus 35 sind wir bei 33. Und dann noch D2. Wie machen wir das? Bei D2 setzen wir den Lösungsvektor in die zweite Spalte ein. Das heißt, 2, 3 bleibt stehen und 1, 7 in die zweite Spalte. Dann haben wir wieder bei Kreuz 2 mal 7 minus 3 mal 1. 2 mal 7 minus 3 mal 1 sind 14, minus 3 sind wir bei 11. Ja, und x1 und x2 bekommen wir jetzt einfach, indem wir die Determinanten dividieren. Also x1 ist d1 zu d. Also hier 33 zu 11, das ist 3. Und x2 ist d2 zu d, also 11 durch 11 gleich 1. Okay, wir haben jetzt also neben dem Additionsverfahren, Einsetzen, Gleichsetzenverfahren, Gaußschen Algorithmus noch eine weitere Möglichkeit gefunden, so ein Gleichungssystem zu lösen, ja, mit Determinanten. Das Ganze nennt sich auch die Cramersche Regel. Ja. Gut, dann nochmal zusammenfassend, was ist denn überhaupt eine Determinante? Wir haben gesehen, die Determinante ist eine reine Rechenvorschrift, ja, die den Nenner vom Gleichungssystem unter anderem berechnen lässt. Ja. Also Determinante ist eine Rechenvorschrift. Der Determinante wird ein Zahlenwert zugeordnet. Beim letzten Mal hatten wir gesagt, die Matrix hat keinen Zahlenwert, aber die Determinante, die besitzt einen Zahlenwert. Ja, schreiben wir das auch hin. Also Determinante wird ein Zahlenwert zugeordnet. Matrix, wie gesagt, besitzt keinen Zahlenwert. Ja. Sondern Matrix besitzt keinen Zahlenwert. Dann nochmal, die Matrix war ein geordnetes Zahlenschema. Bei der Matrix haben wir entweder eckige Klammern außenrum oder runde Klammern. Und das ist nicht das gleiche wie eine Determinante. Die Determinante ist nämlich repräsentativ für einen Zahlenwert. Also Determinante repräsentiert einen Zahlenwert. So, dann die Determinante kann ich nur bei quadratischen Matrizen bestimmen. Also Determinante nur bei quadratischen Matrizen. Ja, wenn Determinante gleich 0 ist, was ist dann? Determinante gleich 0. Immer dann, wenn alle Elemente einer Zeile oder Spalte gleich 0. Also wenn wir eine Nullzeile dabei haben, wissen wir sofort, das Ergebnis der Determinante ist 0. Dann, wenn zwei Zeilen und Spalten übereinstimmen, zwei Zeilen, Spalten übereinstimmen,
dann ist die Determinante gleich 0. Und zum Beispiel noch, wenn zwei Zeilenspalten proportional sind. Ja, da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, wann die Determinante 0 wird, aber daran kann man das immer sehr gut erkennen. Also wenn Sie sehen, eine Zeile ist genau das gleiche, zweimal steht die gleiche Zeile da, dann ist es gleich 0. Und wenn Sie sehen, bei der einen Zeile steht 1, 3, 4 und bei der nächsten steht das Doppelte, also 2, 6, 8, auch dann wissen Sie, Determinante ist gleich 0. Braucht man also gar nicht zu rechnen, kann man sich das abkürzen. Okay, Sie haben gesehen, dass die Determinante ist nicht einfach, es hat sich nicht jemand dahingesetzt damals und hat gesagt, Determinante und dann gesagt, dann rechnen wir das so, sondern es gab ein Problem, wie kann man allgemein immer den Nenner bestimmen und dann hat man halt gesagt, okay, wenn ich das als Koeffizientenmatrix aufschreibe und das mit dieser Rechenvorschrift, ne, Determinante ist ja nichts anderes als eine Rechenvorschrift, wenn ich das mit dieser Rechenvorschrift rechne, bekomme ich den Nenner. Und dann hat man das Ganze halt Determinante.